Heute bin ich zu einem richtig coolen Event eingeladen. Ich nehme euch natürlich mit einer richtig, richtig coolen Sache. Und zwar nennt sie sich Dress Me Up. Und oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Wir legen jetzt direkt mal los und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ja, meine Lieben, ich war tatsächlich sehr aufgeregt, als ich nach Berlin gekommen bin, denn ich durfte in der Jury sitzen in einer ganz neuen Sendung für Kinder von Kindern, die sich nennt Dress Me Up. Wir suchen quasi die Designer von morgen. Ich, Mutter von 4 Kindern, lege großen Wert darauf, dass meine Jungs Ideen verwirklichen, ihre Hände und den Geist benutzen und lernen, was es bedeutet, Teamgeist zu entwickeln. Denn dies ist alles super wichtig für ihre Zukunft. Deshalb unterstütze ich dieses Projekt wahnsinnig gerne, da ich finde, dass Kinder dies und noch viel mehr verdient haben. Sie verdienen es, ihre Kreativität freien Lauf zu lassen. Hier seht ihr jetzt das Hotel, in dem ich untergebracht wurde. Es war wunderschön, deshalb musste ich es euch abfilmen. Berlin ist einfach so eine schöne Stadt. Ich war früh morgens tatsächlich immer noch aufgeregt, denn es kam noch ein Highlight dazu. Und zwar wurden meine Haare gestylt im Salon von Shan Rahim Khan, der Edelfriseur in Berlin. Es war wunderschön dort. Ich habe mich auch hier sehr wohl gefühlt. Ich musste euch das unbedingt abfilmen, weil es für mich ein einzigartiges Erlebnis war. Meine Haare wurden dort gestylt. Ich war super zufrieden. Hier seht ihr noch die Mädels. Die wurden nämlich dort auch gestylt. Die waren auch zuckersüß. Und sie waren auch alle sehr aufgeregt. Hier bin ich. Und wenn ihr möchtet, kann ich euch die kompletten Filmsequenzen mal als Video hochladen, damit ihr seht, wie meine Haare dort gestylt wurden. Ich habe das Ganze einfach ein bisschen abgekürzt, damit das Video nicht zu lange wird. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ihr das komplette Video dazu sehen wollt. Wir sind dann zur Location gefahren, in der das Ganze stattgefunden hat. Und zwar war das das Atelier von der lieben Frau Freddy Reitz. Sie ist Künstlerin in Berlin. Sie hat ein wunderschönes Atelier, das seht ihr jetzt gleich im Laufe des Videos. Wir haben aber zunächst erstmal noch eine kleine Einführung von der Janine White bekommen, wie das Ganze so abläuft, wie wir die Punkte vergeben müssen. Es war auch sehr spannend natürlich, es wurde alles mitgefilmt. Und jetzt zeige ich euch aber erstmal noch die Vorstellung der Jury. Ihr Lieben, wir haben heute die Jury hier auf der Bank. Sie sitzen auf heißen Stühlen. Ich darf vorstellen, von der linken Seite meine Freundin, die Modedesignerin, Fashiondesignerin Sigi Spiegelburg, extra aus Münster angereist. Sie ist übrigens auch diejenige, die verantwortlich zeigte, neben ihrem Mann Wolfgang Hölker, für Erfolge wie Lilifee, Felix. Rosella habe ich eingeladen. Rosella ist, weil wir die YouTube-Sendung hier sind. Rosella ist eine ganz berühmte YouTube-Bloggerin. Bloggerin, sagt man sogar, ne? Rosella Mia hat extrem viele Follower, was mich wirklich begeistert. Sie ist vierfache Mutter und nicht eben von Mädchen, sondern von Jungs. Ja. Ich meine ganz ehrlich, von 9 bis 17 und es ist großartig, dass sie nebenher auch noch so ein Imperium aufbaut und eine der berühmtesten Bloggerin überhaupt ist. Großartig, dass du heute dabei bist. Vielen Dank, freue mich sehr über die Einladung. Sehr spannend. Freddy und ich kennen uns quasi gefühlt und, 30 Jahre. Ich freue mich sehr, dass ich die Ausnahmekünstlerin Freddy Reitz, seit 30 Jahren in Berlin zu den besten Künstlerinnen gehört. So, meine Lieben, jetzt habe ich euch aber lange genug auf die Folter gespannt. Worum geht's denn jetzt eigentlich bei Dress Me Up? Ihr seht jetzt hier Kinder, die uns Kleidungsstücke vorführen, die sie selbst kreiert haben. Es gab nämlich 3 Gruppen, A4 Kinder, Mädchen und Jungs im Alter zwischen 8 und 13 Jahren, die mitmachen können und ihr eigenes Design kreieren und somit ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Im Vorfeld haben sich alle Kinder bei 1000 Kind getroffen, Idee Kreativmarkt und Edding-Stifte wurden noch mit ins Boot geholt und dann hatten die Kinder ganz viele Möglichkeiten zwischen Stoffen, Stifte, Federn, Knöpfe und Sprays, sich eben das Schönste auszusuchen und dann ihr Design zu kreieren. Jeder der 4 Gruppenmitglieder hat sich ein Kleidungsstück ausgesucht und das dann individuell gestaltet, aber natürlich immer mit Rücksprache mit dem gesamten Team. Es ist nämlich eine Gruppenarbeit und diese wurde dann eben auch im Ganzen beurteilt. Ich finde, Teamgeist ist unheimlich wichtig, dass man das schon schult, wenn die Kinder sehr klein sind, denn ja, für die Zukunft brauchen das die Kinder, meiner Meinung nach, und deswegen fand ich das ganz toll, dass die Kinder sich eben absprechen müssen.
Natürlich gab es auch ganz, ganz tolle Sachen zu gewinnen. Und zwar zum einen, das Siegerdesign wird für die Sommerkollektion 2017 des Tausendkind-Modelabels Zulabu produziert. Das finde ich schon echt ein Knaller. Also wenn ich wüsste, dass mein Kind was kreiert hat und das dann auch noch produziert wird, wie cool ist das bitte? Also das fand ich schon mal wirklich einen absoluten Knaller. Dann gab es natürlich auch noch Einkaufsgutscheine von Tausendkind. Es gab auch ganz tolle Gutscheine von Koppenrad und Spiegel. Da haben sich die Kinder auch sehr drüber gefreut. Und dann gab es noch Styling-Gutscheine vom Edelfriseur Shan Rahim Khan. Die waren auch wirklich ganz, ganz toll. Das hätte ich am liebsten auch gewonnen. Aber gut, meine Haare wurden ja schon toll gestylt und ich habe ja auch nicht so was Tolles kreiert. Also von daher ein Lob an die Kinder, habt ihr ganz, ganz toll gemacht und ich weiß, dass ihr auch sehr, sehr glücklich über alle Gewinne wart. Im Anschluss hat uns dann ein Kind aus der Gruppe nochmal das komplette Sommeroutfit präsentiert. Das war auch sehr, sehr schön, mal alles zusammen zu sehen an einem Kind. Die Kinder wurden dann noch interviewt, weil wir einfach auch nochmal wissen wollten, wie sie so fanden. Und das bin ich. Ja, ich mache mal wieder ein bisschen Quatsch, aber ja, ihr wisst, wie ich bin. Mir hat es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Alles Gute für Sie. Ja, gleichfalls. Hat Spaß gemacht. Danke. Bei der Frau Mauspaus. Schaut mal, hier ist sie, eine Künstlerin hier in Berlin seit Jahren. Hi. Und es ist unglaublich, ihr Atelier, wahnsinnig. Ich blende euch jetzt mal ein paar Bilder ein. Danke. Danke. So, meine Lieben, oh mein Gott, ich war so aufgeregt und die Kinder haben das so toll gemacht, aber ich wollte euch natürlich noch die Initiatorin bzw. ja, die Frau zeigen, die mich eingeladen hat, und zwar die liebe Janine Weidt. Ja, ihr kennt sie mit Sicherheit alle und ich finde das Projekt richtig, richtig cool. Also da hast du eine tolle Idee gehabt. Ja, danke. Kinder einfach ja, kreativ sein zu lassen, die Zeit einfach sinnvoll ja, die Kinder, einzusetzen. Kinder sind die Urkraft. Kinder sind frei von Konventionen. Kinder sind einfach frei in ihrem Schaffen, ihrem Denken, sind die wahren Künstler. Und was die hier kreiert haben, ist war schon richtig großartig. Toll. Also ich hatte echt Schwierigkeiten, das zu benoten. Ja, schwierige Aufgabe, die ich da gestellt habe. Ja, das war echt schwer. Ich bin froh, dass ich nicht in der Jury saß. Ja, also wir haben uns alle echt viele Gedanken gemacht und die Gewinner quasi, die haben die Möglichkeit ja dann von Tausendkind ja, das Produkt quasi auf die Reise zu schicken. Genau, 2017. In Serie. Ja, genau, Wahnsinn. Sommerkollektion 2017. Genau, ja, also richtig Wahnsinn. Jungdesigner. Ich halte mich jetzt aber mal ein bisschen kürzer, denn die weiteren Videos seht ihr dann auf dem Kanal eben von Dress Me Up bzw. von Tausendkind. Und das verlinke ich euch natürlich alles mal unten in die Infobox. Das sollte jetzt einfach nur mal so ein kleiner Einblick. Ja, genau, Einblick sein, was hier eigentlich gerade entsteht. Denn das ist eigentlich noch ein Baby, ne? Oh, es läuft schon. Ein kleines Baby läuft schon. Ja, okay. Wir haben es heute zum Laufen gebracht. Ja, also wir haben es zum Laufen gebracht. Okay, ja. Dank dir. Ja, es ist nämlich auch so, dass alle Kinder sich bewerben können zwischen 8 und 13, ne? Jungs und Mädchen. Jungs, genau, ganz wichtig. Also meine Jungs sollten sich mal ranhalten. Ja, genau. Aber dann darf ich nicht mehr in der Jury sitzen, oder? Doch. Das macht es. Also das kann man so neutral gestalten. Dann bin ich beeinflusst. Nein, bist du nicht. Nein. Das ist Probleme genug. Das ist professionell. Das schaffst du so. Okay, danke dir. Ja, also wenn ihr Lust habt, dann bewerbt euch. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei der lieben Janine für die Einladung. Zu danken. Dass ich in Berlin sein durfte und in der Jury. Oh mein Gott. Und wie gesagt, alles Weitere seht ihr dann auf den Kanälen. Und ja, ich danke dir. Und Rosella kommt beim nächsten Mal auch wieder dazu. Ah, da freue ich mich. Dankeschön. Freue mich, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, ciao. Macht's gut. Ciao. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich auch bei der zauberhaften Madeline. Danke für die schönen Stunden, die wir zusammen verbracht haben. Und herzlichen Dank natürlich auch an die Firma Tausendkind, die mich auch eingeladen hat. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hoffentlich bis bald, Berlin. Ciao!